Sie kennen kein normales Hundeleben. Bis Dezember waren sie eingesperrt in einer Messi-Wohnung. Nun haben sie endlich Auslauf, können sich wenigstens zeitweise frei bewegen. Im Tierheim an der Süderstraße kamen auf einen Schlag 45 Chihuahuas und ein Pekinesen-Mischling an. Für die Mitarbeiter eine große Herausforderung, nicht nur, weil die Tiere noch nicht stubenrein waren und es auch noch nicht sind. Erstmal den Platz aufbringen, irgendwie, dass man die vernünftig trennen kann. Nach Geschlechtern, dass sie sich auch vertragen, weil da waren die überall zwischen Müll und Kot und Urin halt aufgeteilt. Und dass man die halt vernünftig unterbringt. Von Schmusemaus bis Wachhund. Braun, blond, gefleckt, kurz oder langhaarig. Hier ist alles vertreten. Die ca. 1 bis 3 Jahre alten Chihuahuas können gegen eine Schutzgebühr von 280 Euro ein neues Zuhause finden. Ausreichend viele Interessenten sind vorhanden, doch nicht jeder ist geeignet. Für die Chihuahuas suchen wir besonders Leute, die ganz viel Zeit haben, weil die Hunde noch nicht stubenrein sind. Die machen halt ihr Geschäft da, wo sie gerade stehen und sagen nicht Bescheid. Besonders wäre es auch schön, wenn da vielleicht schon ein Hund ist, der das kennt im häuslichen Umfeld oder halt die Leute bereit sind, 2 Hunde von uns zu übernehmen. Im Tierheim geht man davon aus, dass die kleinen Vierbeiner in den kommenden Wochen erfolgreich vermittelt werden können. Solange sie noch in der Süderstraße sind, freuen sich die Chihuahuas genau wie die anderen 160 Hunde jedoch über Besuch. Ehrenamtliche Gassigeher sind hier im Tierheim immer willkommen.